die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Ich darf Sie aus Anlass des Karfreitags hier bei uns in unserer Markuskirche ganz herzlich begrüßen. Karfreitag ist der höchste evangelische Feiertag in unserem Festkalender. Es ist ein Tag geprägt von einer besonderen Atmosphäre. Das Innehalten, das zur Ruhe kommen, die Endlichkeit mit einbeziehen in diesen Bogen des Nachdenkens über sich selbst. Ich freue mich, dass Sie sich darauf eingelassen haben, auch über das indirekte Medium des Bildschirms mit dabei zu sein. Und ich hoffe, Sie finden kein Hindernis, sich mit hineinnehmen zu lassen auf den Weg nach Golgatha und auf den Ausblick auf das, was dann noch kommt. Wir feiern diesen Gottesdienst als ein Fest des Lebens. Im Namen Gottes, Quelle, die belebt, Wahrheit, die befreit und Kraft, die uns erneuert. Amen. Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken. Dieses Lied, das Lied 91 in den Strophen 1, 2, 9 und 10, hören Sie und können Sie mitsingen. Psalm 22. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist fern. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht, und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. Du aber bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Unsere Väter hofften auf dich, und da sie hofften, halfst du ihnen heraus. Zu dir schrien sie und wurden errettet.
Sie hofften auf dich und wurden nicht zu Schande. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, verspotten mich, sperren das Maul auf und schütteln den Kopf. Erklage es dem Herrn, der helfe ihm heraus und rette ihn, hat er Gefallen an ihm. Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe, denn es ist hier kein Helfer. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt mir am Gaumen und du legst mich in des Todes Staub. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. Aber du, Herr, sei nicht ferne, meine Stärke eile mir zu helfen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir beten. Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? So schrie einst König David zu dir. Hörtest du ihn? Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? So schrie der Welten Christus einsam am Kreuz. Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? So rufe auch ich. Wirst du antworten? Gott, mein Gott, warum gibst du keine Antwort? Hör auf uns, du hörtest doch auch auf Christus. Amen. Text für die Lesung für den heutigen Karfreitag finden wir im Johannesevangelium Kapitel 19, die Verse 16 bis 30. Da überantwortete er ihnen Jesus, dass er gekreuzigt wurde. Sie nahmen ihn aber und er trug selber das Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt Schädelstätte, auf Hebräisch Golgatha. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz und es war geschrieben, Jesus von Nazareth, der Judenkönig. Diese Aufschrift lasen viele Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache. Da sprachen die Hohepriester der Juden zu Pilatus, schreibe nicht der Judenkönig, sondern dass er gesagt hat, ich bin der Judenkönig. Pilatus antwortete, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Die Soldaten aber, da sie Jesus gekreuzigt hatten, nahmen seine Kleider und machten vier Teile, für jeden Soldaten einen Teil, dazu auch den Rock. Der aber war umgenäht, von oben an gewebt in einem Stück. Da sprachen sie untereinander, lasst uns den nicht zerteilen, sondern darum losen, wem er gehören soll. So sollte die Schrift erfüllt werden, die sagt, sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über mein Gewand das Los geworfen. Das taten die Soldaten. Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seine Mutterschwester Maria, die Frau des Klopas, und Maria Magdalena. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger, siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt werde, mich dürstet. Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und legten ihm um einen Hisop und hielten ihm den an den Mund. Da nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht, und neigte das Haupt und verschied. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Amen. O Haupt voll Blut und Wunden, Lied 85, wir hören und Sie können mitsingen die Strophen 1, 2, 8 und 9. Thank you.
sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Für diesen heutigen besonderen Tag ist uns ein Bibeltext aus dem Jesaja-Buch aufgegeben. Jesaja 52, 12 bis 53, 12. Siehe, meinem Knecht wird's gelingen, er wird erhöht und sehr hoch erhaben sein. Wie sich viele über ihn entsetzen, so entstellt sah er aus, nicht mehr wie ein Mensch und seine Gestalt nicht wie die Menschenkinder. So wird er viele Völker ins Staunen versetzen, dass auch Könige ihren Mund vor ihm zuhalten. Denn was ihnen nie erzählt wurde, das werden sie nun sehen, und was sie nie gehört haben, das werden sie nun erfahren. Aber wer glaubt dem, was uns verkündet wurde, und an wem ist der Arm des Herrn offenbart? Er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet, um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Er ist aus Angst und Gericht hinweggenommen, wen aber kümmert sein Geschick? Denn er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, da er für die Missetat seines Volkes geplagt war. Und man gab ihm sein Grab bei Gottlosen und bei Übeltätern, als er gestorben war, wiewohl er niemandem Unrecht getan hat und kein Betrug in seinem Munde gewesen ist. Aber der Herr wollte ihn also zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und lange leben, und des Herrn Plan wird durch ihn gelingen. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit schaffen, denn er trägt ihre Sünden. Darum will ich ihm die vielen zur Beute geben, und er soll die Starken zum Raube haben, dafür, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist, und er die Sünden der vielen getragen hat und für die Übeltäter gebeten. Liebe Gemeinde, Krankheit und Schmerz scheinen allgegenwärtig. Eine Krankheit schneidet mitten durch unser Leben. Sie brennt ganze Löcher hinein in die Biografien. Einmalige Augenblicke, die nicht zu wiederholen sind, werden durch Krankheit geprägt, bestimmt oder verhindert. In der Beschreibung des durch Krankheit und Schmerz verunstalteten Menschen können wir durchaus Züge von uns selbst entdecken. Denn auch diejenigen, die von der Krankheit noch nicht direkt körperlich getroffen sind, sind durch ihre Auswirkungen erfasst, und das Gesicht ihres Lebens ist gestaltet durch Züge dieser Krankheit. Da sind diejenigen, die diese Feiertage gerne im Urlaub ganz woanders auf diesem Globus verbracht hätten. Sie bekommen die Auswirkungen der Krankheit zu spüren. Diejenigen, die gerne ihre ganze Familie um sich versammelt hätten, bekommen die Auswirkungen zu spüren. Jene, die in diesen Tagen in Quarantäne sich befinden, bekommen die Auswirkungen zu spüren. Und mit Schrecken sehen wir, was in Ländern wie Brasilien geschieht, und das wirkt bis zu uns hinein. Plötzlich sehen wir uns alle in einer Schicksalsgemeinschaft. In unseren modernen Lebensentwürfen haben wir gedacht, wir wären schon darüber hinaus,
über diesen altmodischen Begriff der Schicksalsgemeinschaft. Wir dachten, was einem anderen Menschen widerfährt, und selbst wenn er neben mir wohnt, muss mich ja nicht unbedingt betreffen. Und so sahen wir uns losgelöst und sahen uns nur für uns selbst verantwortlich. Und jetzt erleben wir etwas ganz anderes. Jetzt erleben wir, dass wir verbunden sind und dass wir abhängig sind von dem, was dem Menschen neben mir, ja, was der ganzen Menschheit widerfährt. Die Schicksale einzelner von Krankheit und Schmerz gezeichneter Menschen reichen hinein bis in unser Leben, bis in unseren Alltag. Wir müssen uns danach richten, dass es diese Krankheit und diesen Schmerz gibt. Das ist nichts, was uns gefällt. Das ist keine Gestalt, die wir freiwillig gesucht hätten. Der Schmerz der anderen wird ein Teil unseres eigenen Erlebens. Schmerz hat vielfältige Gestalt, wenn er uns überwältigt. Ein Stechen, ein Pochen, ein Reißen, ein Ziehen, ein Hämmern, eine glühende Flut. Er steigt an wie eine Welle, bis er dann wieder abbricht. Und er fällt über uns her mit Wucht, ohne Vorwarnung und ohne Chance, ihm ausweichen zu können. Wir alle haben Schmerzensgeschichten zu erzählen. Und wir fürchten uns vielleicht vor den Schmerzensgeschichten, die noch auf uns warten, die wir noch zu durchleben haben. Schmerz vereinzelt, er wirft uns ganz auf uns selbst zurück, denn niemand kann mit nachempfinden, was wir für Schmerzen haben, wenn wir welche haben. Es lässt sich nicht wirklich mitteilen. Darum ist das, was Christus am Kreuz erlebt, etwas, was jeder von uns für sich ganz allein durchlebt. Und auch wenn ich weiß, dass der Schmerz ja doch nur ein Warnsignal ist, ist er mir dennoch nicht willkommen. Und auch wenn ich weiß, dass alles das, was jetzt geschieht, helfen soll, der Krankheit die Schranken aufzuweisen, gefällt es mir nicht. Unser Körper wehrt sich, er wehrt sich gegen Missbrauch, Überbeanspruchung, gegen Krankheit. Im Schmerz wehrt sich das Leben gegen den Tod. Das ist das Wunderbare oder das Faszinierende daran. Im Schmerz wehrt sich das Leben gegen den Tod. Ein Widerstand gegen das Erlöschen, ein Aufbäumen gegen das Ende. Und deshalb ist der Schmerz der Ungeliebte, der unheimliche, aber unvermeidliche Begleiter des Lebens. Und darum sind wir dem Leiden gegenüber auch so zwiespältig eingestellt. Schmerz kann so weit gehen, dass jemand sein Leben nicht mehr haben will. Die Gabe des Lebens wird dann für unwert erklärt und verachtet, weil sie nur noch eingewoben ist in Schmerz. Tod ist dann Erlösung. Kann denn in Schmerz, kann denn in Krankheit etwas wie Sinn entdeckt werden? Es gibt ein Zeitgenosse, einen Bergsteiger und Extremsportler, der jetzt ein Motivationstrainer ist, der auf die Frage nach dem Sinn von Schmerz eine Antwort gegeben hat. Die möchte ich hier zitieren. Der Schmerz als Folge meines Tuns, das ich mit Leidenschaft mache, weil ich es gewollt habe, ist ein erträglicher. Er basiert auf meiner Grundhaltung. Das selbstbestimmte Leben ist mir heilig, deshalb kann ich Leiden und Schmerz dabei nicht den anderen anlassen. Wenn das Leben, das Tun, nicht selbstbestimmt ist, ist es etwas ganz anderes. Allein wenn ich einer Arbeit nachgehen müsste, die ich nicht mag, die ich nicht will, zu der ich aber gezwungen bin, zum Beispiel weil ich eine Familie zu ernähren habe, dann würde ich weitaus stärker leiden, als wenn ich bei 40 Grad Kälte 3 Monate lang in Selbstverantwortung durch die Antarktis gehe. Die Leidenschaft für das Leben macht Krankheit und Schmerz erträglich. Die Einsicht, dass ich Schmerz und Krankheit mit einer gewissen Freiwilligkeit und Akzeptanz aufnehme, macht es erträglich. Das ist eine nachdenkenswerte, eine faszinierende Antwort, die uns hier dieser prominente Mensch gibt. Jesaja hat einen Menschen vor Augen, der genau nämlich das tut. Er trägt freiwillig Krankheit und Schmerz.
Er trägt es freiwillig, weil er das für die anderen tut. Einer macht die Vermeidung eben nicht zu seinem Lebensprinzip. Er legt es nicht darauf an, dass alles, was er tut, dazu dient, Schmerz zu vermeiden, sondern er begibt sich mitten hinein, in Krankheit, in Schmerz. Einer akzeptiert, dass wir als Menschheit in einer Schicksalsgemeinschaft verwoben sind. Und wo Schuld an einem Ende entsteht, ist das andere Glied dieser Kette nicht ausgenommen und in das, was man als Schuld der ganzen Menschheit begreifen wollte, sind wir alle mit hineingenommen. Das Band, das die Menschheit umspannt, ist ein Band, das für ihn vor Gott steht und in Gott liegt. So will ich das Sterben Jesu verstehen. Er stirbt nicht, damit sich Krankheit und Schmerz zwischen uns und Gott stellen, sondern er zeigt, wie Krankheit und Schmerz in das Leben mit einbezogen werden können, wie sie integriert werden kann. Nicht davor weglaufen, nicht es dem anderen aufbürden. Wir werden lernen müssen, dass die jetzige Situation, unter der wir aber wohl zu Recht auch leiden, so etwas wie eine neue Normalität darstellt in unserem Leben. Wir können lernen, Krankheit nicht zu verachten. Wir können lernen, den Kranken nicht zu verachten. Wir können lernen, sie nicht zu fürchten. Denn es liegt keine Schuld darauf, dass es Krankheit gibt. Und was an Schuld in der Welt war, hat Christus auf sich genommen. Diese Krise, die wir erleben, ist eine Krise, die uns alle angeht. Eine Krise, die im Kreuz schon vorweggenommen und bewältigt worden ist. Keine Einzelperson, keine Familie, keine Kommune und auch kein Land können in dieser Krise für sich Einzellösungen suchen. Wenn wir dies annehmen, wenn wir akzeptieren, dass wir verbunden sind in Gott, dann werden wir das Licht schauen und das Leben in Fülle haben. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Wir hören und können mitsingen Lied 83. Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld. Das sind die Strophen 1, 4 und 5.
besonderen Charakter des Gottesdienstes entspricht auch diese Kollekte. Wir finanzieren mit dieser Kollekte zwei Projekte in Israel, Sozial- und Friedensarbeit in Israel, die exemplarisch an zwei Einrichtungen für Kinder betrieben wird, einer Grundschule und einem Kinderheim. Das soll mit Ihrem Beitrag unterstützt werden. Überweisen Sie wie gewohnt mit dem Datum des heutigen Tages, dem 2.4., dann können wir diese Kollekte dem zugedachten Zweck auch zuweisen. Wir werden am Ostersonntag Gottesdienst feiern, um 10 Uhr, dann auch wieder digital. Den geplanten Osterspaziergang am Ostermontag, den haben wir nun abgesagt, denn die Zahlen sprechen gegen eine solche Initiative. Die Kita, unsere Kita-Rappelkiste, hat sich, um Ostern in besonderer Weise zu feiern, Karfreitag und Ostern in besonderer Weise zu feiern, hier dieses besondere Projekt überlegt. Sie sehen hier ein Kreuz und darum schon stehen die Osterkerzen, die die Familien im Laufe des Osterfestes hier bei uns aus dem Gottesdienstraum abholen möchten. Eine ähnliche Aktion haben wir für Sie auch geplant. Sie werden auf dem Altar Osterlichter finden und sind eingeladen, im Laufe des Osterfestes oder danach vorbeizukommen und sich Ihre Osterkerze samt einem kleinen Holzständer bei uns abzuholen. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns besuchen und wenn Sie es vielleicht auch zum Anlass nehmen, das Kreuz, das Sie hier sehen, mit einem Osterstein zu füllen, denn das werden wir über diese nächsten Tage auch tun. Menschen bringen ihre gestalteten Steine her und legen sie hier bei uns in das Kreuz. Das sind Zeichen, mit denen wir unsere Verbundenheit miteinander zum Ausdruck bringen wollen. Und nun, lasst uns miteinander beten. Du Schmerzensmann, Jesus Christus, du trägst unsere Krankheit, du lädst auf dich unsere Schmerzen, erbarme dich. Du Schmerzensmann, du wurdest verraten, gedenke derer, die von ihren Nächsten fallen gelassen werden, erbarme dich. Du wurdest verleugnet, gedenke derer, die dich preisgeben, erbarme dich. Du wurdest verhört, gedenke derer, die verklagt und falsch beschuldigt werden, erbarme dich. Du wurdest bespuckt, gedenke derer, die um deinetwillen leiden, erbarme dich. Du wurdest verspottet, gedenke derer, die der Verachtung anderer ausgeliefert sind, erbarme dich. Du wurdest geschlagen, gedenke derer, die unter der Gewalt zusammenbrechen, erbarme dich. Du wurdest gefoltert, gedenke derer, die schutzlos sind und gequält werden, erbarme dich. Du wurdest zum Tod verurteilt, gedenke auch der Mörder und Täter, erbarme dich. Du wurdest zum Richtplatz getrieben, gedenke derer, die das Elend ohne Mitleid beobachten, erbarme dich. Du wurdest ans Kreuz geschlagen, gedenke derer, die ermordet werden, erbarme dich. Du hast geweint, gedenke derer, die trauern, erbarme dich. Du hast mit Gott gerungen, gedenke aller, die in Angst sind, erbarme dich. Du wurdest allein gelassen, gedenke der Sterbenden, erbarme dich. In einem Moment der Stille wollen wir die Menschen ans Herz legen, deren du dich erbarmen sollst. Du Schmerzensmann, Jesus Christus, du bist gestorben für uns, erbarme dich. Mit deinem Gebet wollen wir unsere Bitten schließen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit
in Ewigkeit. Amen. Kaum, dass in die Erde in den Tod versinkt. Lied 98. Sie können es hören und mitsingen. Klenner, die mit ihrem Sologesang diesen besonderen Tag begleitet hat. Und als einen Gastorganisten haben wir Lars Sokola bei uns, der uns auch eindrucksvoll musikalisch durch diesen Gottesdienst geführt hat. An dieser Stelle einmal stellvertretend herzlichen Dank für diejenigen, die musikalisch für unsere Gottesdienste auch sorgen. Und nun, dass wir im Angesicht des Todes das Leben lieben lernen, dazu will Gott uns segnen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und schenke dir Frieden.